Hallo, du liebe Seele. Ja, ich komme gerade aus meinem heutigen Frauenkreis zu dir. Der Frauenkreis im Oktober 2021. Und ich möchte gerne ein bisschen von unserer Energie in unserem Heilkreis erzählen. Von den Themen, die wir miteinander geteilt, erlebt und erfüllt auch haben. Und zwar, wir haben mehr oder weniger als Überschrift heute gehabt für den Kreis das Thema Loslassen und erwecke die Intuition in dir. Und da möchte ich dich jetzt gerne dazu einladen. Und zwar, wenn wir uns dem Thema Loslassen zuwenden, so ist es doch oft so, dass wir gerne etwas loslassen möchten, das eher sich unangenehm, schmerzlich, vielleicht sogar traumatisch anfühlt, als eine Erfahrung, die wir gemacht haben und möglicherweise über die wir über den Verlauf der Erfahrung nicht glücklich sind. So, das vorsichtig ausgedrückt. Und aus meinem Erfahrungsfeld ist es so eine Geschichte mit dem Loslassen, nicht? Also es gibt ja heute ganz, ganz viele wunderbare Übungen und Methoden, wo man das Loslassen üben kann, wo man es durch Rituale immer wieder in dieses Feld, in diese Aufmerksamkeit bringt. Doch oft ist es in meiner Beobachtung, dass viele Frauen mir erzählen, dass sie schon viele Rituale gemacht haben, dass sie schon viel über das Loslassen gelesen haben, über das Verzeihen, über Ho'oponopono und wie all die Dinge, diese wunderbaren Möglichkeiten, die wir heute zur Verfügung haben, auch heißen mögen. Und vieles hat aber dann nicht gefruchtet und ist nicht in der Tiefe angekommen. Und das Thema hat sich immer wieder aufs Neue gezeigt und ist immer wieder die Frau in einem schmerzlichen Prozess mit demselben Thema konfrontiert. Und was ich dir gerne mitgeben möchte, ist aus meinem Erfahrungsfeld, dass es braucht immer zwei Energien. Es ist ein bisschen wie das Plus und das Minus, das Schwarz und das Weiß. Es ist wie Yin und Yang. Und wenn du etwas loslassen möchtest, dann ist es, wie gesagt, aus meiner Erfahrung heraus wichtig, es anzunehmen. Ja, jetzt ist es natürlich oft nicht einfach, nicht anzunehmen, weil wir wollen ja nur etwas loslassen, was schmerzlich ist und was unangenehm sich anfühlt, was uns quält, was uns ängstigt und ja, was auch immer. Und jetzt soll ich das annehmen. Und weißt du, es geht ja nicht jetzt darum, beim Annehmen, dass du dieses Gefühl des Schmerzes annimmst, sondern dass du diese Erfahrung, die dir widerfahren ist, vielleicht auch immer wieder widerfahren ist, dass du das annimmst. Denn wir können uns von unseren Geschichten nicht verabschieden. Also nicht völlig. Wir können sie nicht rauslöschen aus unserem Erfahrungsfeld, aus unserem Leben. Denn auch diese Geschichten und diese Erfahrungen haben uns ja zu den Menschen gemacht, der wir heute sind. Also indem wir erkennen, heute im jetzigen, gegenwärtigen Moment, wenn ich dieses Erlebnis annehme zu meiner Geschichte, dann ist es auch ein Annehmen, dass ich, so wie ich heute bin, gut bin. Und wenn ich dieses Annehmen, und es hat nichts damit zu tun, dass ich etwas toleriere, dass jemand etwas mit mir gemacht hat, dass mich jemand gemobbt hat, dass mir jemand körperlich mir Schmerzen zugefügt hat und und. Nein, um das geht es nicht. Sondern das Annehmen, dass
diese Geschichte, diese Erfahrung zu mir gehört. Und in jeder traumatischen Geschichte ist auch immer etwas Heilsames dabei. Wir haben es offensichtlich nicht in der Aufmerksamkeit, nicht, weil dann oft der Schmerz da ist, der körperliche oder der seelische Schmerz. Aber es ist auch immer etwas, ein gesunder Anteil, so möchte ich es vielleicht sagen, ein gesunder Anteil dabei, wie zum Beispiel ich mal eine Frau gefragt habe, was hat dir geholfen, diesen Schmerz auszuhalten? Und sie hat zu mir gesagt, ich habe gewusst, dass wenn ich 18 Jahre alt bin, dann kann ich die Familie verlassen, dann kann ich meinen eigenen Weg gehen. Und das ist eine Kraft in uns. Das ist eine Stärke, eine Ressource. Wir sind uns nur oft nicht diesen Stärken bewusst. Und umso mehr wir in dieses Annehmen eingetaucht sind heute in unserem Frauenkreis, umso mehr konnten wir erkennen, dass es nicht darum geht, dass wir etwas bekämpfen müssen. Heute müssen wir nicht mehr etwas bekämpfen, was in der Vergangenheit liegt. Und wenn ich bereit bin, die Geschichte aber dort zu lassen, in dem Jahr, in dem Lebensalter, wo ich es erlebt habe, dann setze ich einen ganz bewussten Schritt, gehe nochmals dort in dieses Erlebnis hinein, in diese Zeit, tauche nicht in die Gefühle, in die Emotionen hinein, sondern ich gehe in die Geschichte nur hinein. Und dann löse ich mich dort von diesem schmerzlichen Raum. Und ja, dann kann man ein Ritual machen, man kann ein Ho'oponopono singen oder sprechen oder was auch immer, weißt du. Es wird dann schon die richtige Methode oder das Ritual zu dir kommen. Ja. Und dann sind wir am Nachmittag noch eingetaucht in das schamanische Arbeitsfeld. Erwecke die Intuition in dir. Wir haben eine schamanische Reise. Oder besser gesagt, ich habe ja die schamanische Reise angeleitet. Die Frauen sind dann gereist und sie haben eine Reise zu ihrem Krafttier gemacht. Die einen haben es ganz neu entdeckt und manche haben es wiederentdeckt, weil sie ihr Krafttier ja schon kennen. Und wir haben dann noch eine weitere schamanische Reise gemacht, nämlich mit der Mother Drum heute. Und zwar sind wir gereist zur Medizin. Und zwar mit der Frage, was hilft dir momentan? Oder so möchte ich sagen, welche Medizin hilft dir, um in deinem Prozessweg, den du gerade gehst, mit dieser Medizin die Heilung in dein körperliches und energetisches Feld holst. Und ich kann dir sagen, ich war sehr berührt, was ich da heute miterleben durfte. Weißt du, ich bin ja lediglich nur die Begleiterin. Ich darf diesen Raum halten und ich darf ihn vorbereiten und ich sehe mich eigentlich als Dienerin und als Raumhalterin. Und es war berührend. Ich war einmal sogar zu Tränen berührt, was ich miterleben durfte, was ich hören durfte, was hier die Frauen untereinander geteilt haben, was sie bei ihren schamanischen Reisen heute erlebt haben. Ich glaube, heute ist wieder ein Tag gewesen, wo ganz viel Heilung in den unterschiedlichsten Zwiebelschichten stattgefunden hat. Ja, und am 6. November findet mein nächster Frauenkreis statt und vielleicht fühlst du dich berührt, vielleicht fühlst du dich in deinem Herzen gerufen, dir diesen Tag zu schenken. Meine Frauenkreise gehen immer ganz, weil es wichtig ist, sich Zeit zu nehmen, wirklich
aus dem eigenen Alltag, aus den eigenen Verpflichtungen und Verantwortungen auszutreten. Und da reichen manchmal 2, 3 Stunden nicht. Und deswegen dauert hier der ganze Tag bei mir im Frauenkreis. Also 6. November, vielleicht möchtest du mit dabei sein. Und wir werden uns einem ganz, ganz wundervollen Thema zuwenden und mit hier in unseren Frauenkreis einladen. Und zwar das Thema mit unseren Ahnen. Vielleicht hast du Lust. Ich würde mich sehr freuen, dich hier in meinem Frauenkreis in der Mondhütte begrüßen zu dürfen. Vielleicht ist es ein Wiedersehen. Vielleicht ist es ein neues Kennenlernen. Wobei auf Seelenebene kennen wir uns wahrscheinlich eh schon viele Leben lang. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Deine Bettina.